Jo, schönen guten Tag, der Eras wieder da. Und wir sind wieder in Irland bei unseren Ui-Era-Dance. Und wir machen das halt so Stück für Stück, vergrößern wir unser Reich und wollen es langsam einen. Und jetzt kam oben die Meldung. Vlastimovic ist an unserem Hof. Ach so, ich habe gerade spontan noch ein paar Hochzeiten meiner Höflinge arrangiert, einfach nur, um ein bisschen Nachschub an Menschen zu haben. Und wir können eine neue wichtige Entscheidung treffen, und zwar, wir brauchen eine Krönung. Das ist jetzt mit Holy Fury, kann man sich jetzt krönen lassen und schreibt einen Brief an den Papst. Puh, kann ihm bestimmt nicht leisten. Wir bieten den mächtigsten Bischof im Reich. Ich denke, wir wollen es nicht übertreiben. Was nützt mir das, wenn der Papst mich hier krönt? Herzog von Mide, Moment. Ja, hier ist wieder eine Hochzeit gelaufen. Und der Herzog Lorcan von Mide hat Herzogtum Mide. Ah, den hat man eingekerkert. Also hier gibt es jetzt einen neuen mächtigen Vasallen. Das ist ein guter Intrigant. Ein guter Intrigant. Ist die Frage, ja, da haben wir schon einen. Wer bist denn du? Der Herzog von Leggen. Das ist der perfekte Marschall, ist das. Moment, hier müssen wir ein paar Ratsumbesetzungen durchführen. Ah, der ist als Marschall auch gut. Was kannst denn du noch? 12. 12 Diplomatie. Dann könnten wir ihm Titelanspruch verbinden, Ratsposition ändern. Aber sicher, er soll Kanzler sein. Ihm werden wir die Ratsposition. Wir werden ihn zum Marschall machen. Und hier ernennen wir den da. Auch wenn er uns doof findet. Der Vorteil ist, wir können ihn wegschicken. Wir schicken ihn direkt nach Paris. Ist das Paris hier? Ja. Und lassen ihn in Paris ein bisschen Technologien studieren. Ja, so. Wir haben untätige Ratsmitglieder. Er da. Er soll ein bisschen Militärforschung betreiben. Genau. Und du kannst Staatskunst verrichten. Dann ist es erstmal okay. So, und wir können jemanden einkerkern. Den Herzog von Mide. Warum denn das schon wieder? Was hat er denn angestellt? Wir schauen mal. Intrigen. Herzogtum Mumu. Das ist doch hier der Lorcan. Moment. Die Verschwörung kannst du mal beenden, mein Freund. Und du willst mich töten, oder was? Was? Wer bist du denn? Edmund von Wessex will mich töten. Nein, den komme ich jetzt nicht ran. Der will mich echt töten. Na, das ist ja spannend. Okay, er hat das schon mal zurückgenommen. Und jetzt müssen wir nochmal nachschauen. Intrige. Also der will mich töten. Der hat Prinz. Ey, ehrlich jetzt? Moment. Verschwörungsunterstützung stoppen. Du kannst es vergessen. So. Die wollen andere Leute töten. Das ist mir egal, aber nicht meinen König, meine Freunde. So, und jetzt werde ich, glaube ich mal, wir haben ja immer noch den Zechenfokus. Ich glaube tatsächlich, ich muss jetzt mal meinen Herzögen noch ein paar Schwanenhüter zum Beispiel, wäre doch was für dich, mein Freund, mal ein paar Ehrentitel raushauen hier, damit meine Herzöge mich mögen, weil ich bin ja ein gerissenes kleines Schweinchen. Ich bin ja nicht ganz doof. Gut, die haben alle. Und jetzt werde ich tatsächlich einfach mal meine ganzen Herzöge zum Zechen einladen. Weil ich es kann. So. Habe ich die schon eingeladen? Ja, den habe ich schon eingeladen. Dann hier den von Miede. Wir müssen jetzt mal ein bisschen einen Umtrunk machen. Den habe ich eingekerkert. Der Herzog ist raus. Gut. Ich habe ja tatsächlich gar nicht so viel Herzöge. Es sind ja nur. Wir könnten das mal nach Rang sortieren.
Mumumide Legend. Genau, und dann hätten wir ja noch den von Connacht, aber den Herzogstitel halte ich ja. Genau. Drei Herzöge hat mein Reich. Das ist schön. Sehr schön, er hört auf mit der Unterstützung. Ja, sehr gut. Dann sieht das doch schon ganz gut aus. Oh ja, also der erste kommt. Aha, er kann nicht. Legen mag nicht. Der mag mich aber eigentlich. Und der Bruder kommt auch. Sehr gut, das wird sicher lustig. An Eure Exzellenz König Fergus von Eyre. Ich fühle mich geehrt, bei der Krönung seiner Majestät amtieren zu dürfen. Vorausgesetzt, seine Majestät spendet eine beträchtliche Summe an die katholische Kirche als Zeichen seiner Hingabe. Ja. Wie wichtig ist mir das? Ja, religiöser Eiferer, mir ist es schon wichtig. Ja, ich bin bescheiden. Nee, pass mal auf, mein Freund. Ich bin bescheiden. Dann. Ach so, jetzt dauert es wieder. Am 19.09. können wir es wieder probieren. Ich bin doch bescheiden. Dann nehme ich den kleinsten, was da ist. Das ist okay. Dann lasse ich das irgendein Dorfpfarrer machen. Das ist am Ende auch egal. So, mein Gefolge. Da sind wir weit über den Grenzen, die wir eigentlich haben durften. Das ist immer noch die Umstellung vom Stamm zum, ja, König Feigi den Krieg erklärt. Ja, Heiliger Krieg um Nides, sehr gut. Das ist schön. Also jetzt versucht er hier selber sein Glück, aber das hat das letzte Mal auch nicht so richtig gut funktioniert. Aber ich gönne es ihm. Ich hoffe, er kriegt's hin. So, dann können wir ein bisschen mit unseren Herzögen eintrinken. Wir haben die päpstliche Investitur, Zentralisierung ist hoch, Titel aberkennen ist erlaubt. Es ist schön, in einer Gesellenrunde Zeit mit Zechen zu verbringen. Während die Becher gefüllt werden, holt Prinz Dressach ein Brett mit kleinen verzierten Steinen hervor und erklärt, dass es sich um ein Spiel handelt. Er versicherte mir, dass man sich damit hervorragend die Zeit vertreiben und dabei enorme Mengen an Alkohol zu sich nehmen könnte. Ach, wir spielen um die Ehre. Es soll ja hier Spaß machen. Wir spielen stundenlang und das Glück neigt sich mal dem einen, mal dem anderen zu, während ich versuchte, die Stellung meines Gegners anzugreifen, ohne meine Verteidigung allzu sehr zu schwächen. Schließlich machte ich einen verhängnisvollen Fehler, den mein Gegner ausnutzt. Ich verlor das Spiel. Ich kriege euch das nächste Mal. Na, das ist doch aber schön. Und jetzt werden wir mal sagen, ja, das geht gar nicht. Okay. Bündnis. König von England. Okay, das können wir machen. Ein Bündnis mit England kann uns zum Vorteil gereichen. Wobei ich gerade sehe, der ist in der übelsten. Na klar. Jetzt, da sie älter wird, kann ich sehen, dass Dorian von meiner Erfahrung. Dorian von Eire, meine Tochter. Andere werden versuchen, euch reinzulegen. Prinzessin Dorian erhält die Eigenschaft zynisch. Unfromme Lehren. Dorian muss es alleine lernen. Ja, Das ist jetzt natürlich schwierig. Ich bin ja ein religiöser Eiferer, aber eigentlich. Paranoid. Ja, ich bin paranoid. Andere werden versuchen, dich reinzulegen. Es ist halt einfach so. Dann können mich die Kirchenfürsten halt nicht leiden. Ich kann es auch nicht ändern. Das Feiern und Zechen vorüber. Zumindest für den Moment. Es ist höchste Zeit, sich wieder der Realität zuzuwenden. Sehr gut. Das war gut. Naja, klar. Unser Bündnis, na klar. Pitou und Oswald von der englischen Revolte, na klar. Ihr seid mir ein paar Scherzkekse, wenn es mal ehrlich sein soll. Guckt dir das an. Na gut, wir gucken mal, was wir mit unseren persönlichen Truppen anrichten können. Ich würde jetzt nicht die Vasallen rufen, aber selber könnten wir ja. Aber dann bleibt es halt bei verdammt wenig Leuten, wenn man mal ehrlich ist. Ja, wir haben relativ viel schwere Infanterie, sehe ich gerade. Aber ich denke, dieser Krieg, der ist tatsächlich nicht zu gewinnen. Guck mal, da rennen 8000 Leute rum.
Oh, der Kinderkreuzzug geht weiter. Sehr gut. Nachdem sie es schließlich geschafft hatten, eine Überfahrt übers Mittelmeer zu finden, um das Heilige Land zu erreichen, wurde der Kinderkreuzzug nach einem schrecklichen Sturm zu einem Abstecher nach Griechenland gezwungen, wo ihre Schiffe an den Küsten von Achaia gestrandet waren. Berichte von der Armee sind spärlich. Es gibt aber Gerüchte, dass viele an der Führung von Premis zweifeln. Trotz all dieser Umstände marschiert die bunte Horde aus Kindern und Bauern weiter in Richtung Jerusalem. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Ich schreibe einen Brief an die örtlichen Behörden. Da verlieren wir 250 Prestige. Ja, wir müssen unsere Unterstützung erneut bekräftigen. So. Plünderer sind aufgetaucht. Gläubige bereiten einen Krieg vor. Ein Bote nähert sich uns mit einem Brief vom Vatikan, dem Stellvertreter Christi selbst. Er fordert uns auf, dass wir unsere Männer darauf vorbereiten, gegen die Heiden und Ungläubigen zu kämpfen, die die Christenheit an verlorenen Orten wiederherstellen. Der Papst möchte unseren teuren christlichen Männern gegen Ostfranken in die Schlacht schicken. Die Region wird von dem heidnischen König Olaf von Norwegen gehalten. Und es ist an der Zeit, dass wir sie erneut zum Christentum konvertieren. Okay. Ja, gut. Ostfranken, zeig mal her hier. Also hier, das ist ja um die Ecke. Das ist doch aber gar nicht wahr. Hier ist Norik, das meint er. Hier. Na okay. Ja, na, wie gesagt, Norik ist ganz schön groß, ey, Alter. Ja gut, wenn der Papst das sagt, also sind wir mal ehrlich, dann. Moment, worum geht's denn eigentlich hier bei dieser Rebellion? Krieg gegen die Tyrannei, wenn das vorbei ist. Wie kann denn dieser Krieg ausgehen? Herrscher stürzen. Also dann sind wir wahrscheinlich das Bündnis auch wieder los. Na, schönen Dank. Das ist ja mal eine nette Plündertruppe da unten. Habt ihr das gesehen? Aber es wäre schon cool, wenn der das hier schaffen würde. Damit würde der Herzog natürlich übel mächtig, wenn er das jetzt hinkriegt. Aber es wäre natürlich schon. Irland wäre dann eins. Irland wäre quasi gerettet. Die sind im Plündermodus. Normalerweise sollte ich die auch mit dieser Armee hier irgendwie besiegt bekommen. Mal schauen. Komm, schlepp die Truppen ran jetzt. Macht los, Leute! Lauf, wie ihr noch nie gelaufen seid. So, habe ich hier was Besseres? Ne, habe ich nicht. So, wir gehen und greifen sie trotzdem an. Weil Plünderer normalerweise sollten wir eine Chance haben. Zumal die ja auch mit ganz viel leichter Infanterie. Oh Gott, ja, okay. Ich quatsch hier blöd. Und die reißen uns aber sowas von den Hintern auf. Mit ihrer leichten Infanterie. Ja, wobei. Naja, wir haben. Oh, jetzt haben wir sie. Wir haben sie, wir haben sie. Sehr gut, wir haben sie. Okay, wir haben wieder einen Gefangenen. Apropos, wir müssen dann erstmal in den Kerker schauen. Da ist doch bestimmt auch schon ganz schön was los. Guck mal. Was haben wir denn hier im Kerker? Den da. Den könnten wir. Ne, den will keiner. Jakob, der Häuptling von. Ne, du bleibst drin. Du hast. Konkubine. Wer bist du denn? Kann ich dich zum religiös konvertieren? Religiöse Konversion fordern würde ich gerne. Nee, kann ich nicht. Das ist ja ärgerlich, weil die ist ja germanisch. Also Germanen lasse ich nicht raus. Germanen lasse ich nicht raus. Wer bist denn du?
So, die ist katholisch, die kann gehen. Der Rest, das sind alles Heiden. Und Heiden gehen nicht. Heiden bleiben da. So, du bleibst auf jeden Fall da. Du hast gegen mich rebelliert, mein Freund. Und dich werde ich hinrichten. So. Oh, wir haben noch einen Begünstigten zu wählen. Die Prinzessin von Eire-Lertan. Oh, wir könnten jetzt quasi irgendeine Prinzessin von uns wählen. Welche Schwester war denn das, die Matrilinea geheiratet hat? Ualach. Ualach. Dann bleibt es nämlich in der Dynastie. So, Haltung. Der Papst soll entscheiden. So, genau. Das kann der Papst entscheiden. Wichtig ist nur, dass wir mitmachen. Und ich habe leider nicht genug Geld, um noch was in die Kriegskasse einzuzahlen. Aber das sieht doch schon ganz gut aus. Wir sind doch schon relativ viele Leute. Und wichtig war, dass wir diese Plünderer loswerden. Oh, der Hofkaplan wurde bei diversen religiösen Beschissnummern ertappt. Das kann nicht geduldet werden. Ich bin ein religiöser Eiferer. Das ist zwar traurig. Nee. Das kann nicht geduldet werden. Das ist so. Okay, dann können wir ihn direkt einkerkern. Und dann müssen wir einen neuen Hofgeistlichen suchen. Wen nehmen wir denn da? Wen können wir denn gut leiden? Also wir haben hier zwei Lachtnan. Lachtnan klingt gut, oder? Ja, der ist. Oh, das ist ja auch ein fähiger Mann. Ist ein sehr fähiger Zeitgenosse. Spezielle niedere Titel. Wir brauchen einen Hofarzt. Und dann wird natürlich auch Lachtan diesen Titel gleich übernehmen. So. Kreuzzug ist soweit. Aber Ualach, die hatte auch schon ein Kind, richtig. Den Häuptling von Leggen. Das ist schön. Ist gar nicht so schlecht, die ganze Veranstaltung hier. Also wie gesagt, ich bin gerade ganz happy, dass ich hier mal so ein paar Schwestern matrilinear verheiratet habe. Damit wir einfach... das sind hier meine ganzen Bündnisse. Oh, die sieht auch übel aus. So. Prinzessin Lorena, die Treulose. Ah ja, die war ja so ein bisschen schwierig. Und sie ist tatsächlich... Nee, sie ist zurück, oder? Ah nee, und jetzt ist sie... Sie ist noch dort, oder? Aber sie ist nicht mehr Konkubine, weil wir... Ach, das verstehe ich nicht. Aber warum ist sie noch dort? Kann ich sie zurückholen? Ist doch die Frage. Kann ich sie zurückholen? Die müsste doch hier am Hof rumhängen, oder? Moment. Moment. Es gibt halt immer wieder was Neues. Lertan. So, dich würde ich gerne an den Hof einladen. Das ist gut, sie kommt zurück. Dann haben wir sie quasi doch befreit. Und das scheint gut zu laufen hier. Wobei, nee, jetzt hat er zu wenig Leute. So, und dann könnten wir mal schauen. Lertan. Der ist mit einer Prinzessin verlobt. Wen könnten wir denn gut vertragen, um nochmal strategisch sinnvoll ein Bündnis zu schmieden? Es ist alles zu weit weg. Wer würde sich denn anbiegen? Also hier haben wir unser Bündnis. Das Bündnis steht. So, England, das wird wahrscheinlich nicht überdauern. Dann wäre halt tatsächlich die Frage, was ist das hier? Swifjord. König Refil, der hat aber schon eine Gattin. Zwar eine ganz, ganz hübsche, so durchaus nett anzuschauen. König Guy von Frankreich. Der hat keine Kinder, sondern hat nur Geschwister, der Hofkaplan. Also Frankreich sieht auch ein bisschen beamisch aus. Ein bisschen komisch.
Was ist denn hier in Deutschland? König Ferdinand. Der ist matrilinear mit Herzogin Ida von Franken verheiratet. Warte mal. Warum würde ich meine Kinder matrilinear? Der ist der Nachfolger. Dann geht doch das. Alter, dieser. Na gut, ich sag dazu jetzt nichts, aber ich würde jetzt tatsächlich auch mal gucken, ob wir unsere Schwester nochmal verheiratet bekommen. Und zwar auch matrilinear. Ich glaube, das ist tatsächlich die Idee. Dass wir einfach die Dynastie noch ein bisschen ausdehnen für den Fall des Falles. Und dann heiratet sie halt irgendjemanden. Luget Naganti, Häuptling von Bristol. Den Häuptling von Bristol. Ja, das ist jetzt so. Gut, dann büßt sie halt ein bisschen Prestige ein. Aber dass wir da vielleicht nochmal einen neuen Strang der Familie aufmachen. Sehr gut. Das finde ich doch ganz nett. Aber wie gesagt, 6000 Leute dagegen. Ich habe halt leider echt ein bisschen wenig an Soldaten. Und ich muss jetzt auch unbedingt Truppen schonen und aufheben, damit wir den Kreuzzug angehen können. Weil das ist echt zu wenig normalerweise. Das ist zu wenig. Okay. Wer auch immer, da ist jemand in den Hof gekommen. Die Welt ist gefährlich. Es kommt euch zu Ohren, dass man Durien morden möchte. Jetzt sind wir wieder im Krieg. Oh, jetzt die Revolte ist vorbei. Jetzt ist gleich England. Hat bestimmt gleich einen neuen Herrscher. Ja, Krieg ist vorbei. Zerdan, Alex und Carlyle, Angreifer. Da haben wir einen neuen König. Okay. Ein weiterer Tag vergeht, in dem ich auf meiner schönen, weichen Couch sitze und die letzten Köstlichkeiten schlürfe, die meine Köche zubereitet haben. Ich muss alles probieren, um sicherzustellen, dass das Essen für meine Gäste gut ist. Aber all diese Privatpartys, die ich organisiere, haben wirklich ihre Spuren an mir hinterlassen. Wen interessiert's? Ich liebe es. Nein, das ist genug. Ich brauche eine Diät. Moment. Was sind wir denn? Willkürlich sind wir. Wir sind doch bescheiden. Keusch und paranoid und gerissen. Wir wollen gar nicht so viel essen. Nein, wir müssen jetzt unbedingt eine Diät machen. Das ist wichtig. Meine Domäne ist zu groß. Okay. Die haben ein Bündnis geschlossen. Der verliert, ey. Och, wisst ihr. Domäne ist zu groß, weil unsere Werte abgesenkt wurden. Das ist natürlich ärgerlich, aber das werde ich jetzt ertragen. Das ist tatsächlich jetzt sowas. Und ich werde jetzt auch den Fokus ändern. Weil wir sind jetzt religiös. Wir wollen jetzt uns mit Theologie auseinandersetzen, denke ich. Wir sind religiöser Eiferer, paranoid. Und ja, wir müssen uns jetzt mit Theologie auseinandersetzen. Das ist jetzt unser Thema. Wir haben zu Gott gefunden. Das ist ganz wichtig. Wobei, hier oben hat er ganz schön Gewinne gemacht. Herzog Tessach, man kann es auch, ich kann ja beziehungsweise Earl von Tregor verbessern. Sehr gut. Es scheint, dass der Impuls, der so viele dazu gebracht hat, Premis zu folgen, sich aufgelöst hat. Der Kinderkreuzzug existiert nicht länger, die Armee ist verstreut und seine Anführer ist tot oder vermisst. Der Anführer Premis glaubt noch immer, ein Botschafter des Herrn zu sein, wird jetzt aber von den meisten als wahnsinniger Irrer verspottet und verbringt den Großteil seiner Zeit damit, Leute auf der Straße anzuschreien und über die Verderbtheit der Kirche und das Ende unserer Welt zu jammern. Ich hatte so viel Hoffnung ausgestrahlt, aber ich dachte mir schon, dass das ein böses Ende nimmt. Schon lange Zeit war der Herr in euren Gedanken nicht mehr präsent. Ihr fragt euch, ob an den Heiligen Schriften wirklich etwas Wahres dran ist, aber wisst dabei nur mein altes Buchhandel, das von Lügnern geschrieben wurde. Es muss so sein, denn der Herr ist tot. Wir verlieren, diese lästerlichen Gefühle werden bald vorbeigehen. Ja. Säufer, entstellt, religiöser Eiferer, bescheiden, willkürlich, keusch, paranoid und gerissen und vernarbt. Das ist echt schwer. Also das ist echt schwer. Der Herr ist tot. Würde ich auf so einen Gedanken kommen? Das glaube ich nicht.
Nee, das ist aus der kalten, glaube ich nicht. Nee, diese lästerlichen Gefühle werden bald vorbeigehen. So, und das ist jetzt auch der Moment, wo ich die Folge wieder beende. Ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es gefällt noch dem einen oder anderen. Und ja, wir sind jetzt auch schon 34 und dann geht es beim nächsten Mal weiter mit Fergus, den Abstoßenden. Hier in Irland. Bis dahin. Ciao, ciao. Der Ära.